So, herzlich willkommen mit einem heranstürmenden Ending, der schon zu früh angefangen hat, bevor wir aufgenommen haben. Ich war's. Ja, Ending werde ich jetzt erklären, wieso hier jetzt auch einmal der WRC wieder spielt. Ja, es ist nämlich so, ich spiele jetzt nämlich eigentlich der Last gegen die Admira, das heißt meine eigene Mannschaft treffen aufeinander. Ja, ich habe mich für den Last entschieden, den zu spielen. Dadurch muss mein Gegner, der liebe Fangreber, der es immer sein wird, einen um eine Platzierung, also geht es um die Liga-Platzierung, stärkere nehmen. Das ist in dem Fall Platz Nummer 11 der WRC. Für den ist das dann quasi wie ein Testmatch. Genau. Und der Lars muss sich jetzt mal durchsetzen hier. Der Lars hat sich durchgesetzt gegen Kara Büxpor in letzter Sekunde. Und ja, Mir hat sich 2:0 gegen Innsbruck durchgesetzt. Was das Positive an so einer Kampfbegegnung ist, wenn die eigenen aufeinandertreffen, eine kommt fix weiter. Ja. Alter Schiri. Danke Schiri. Was ist das? Ups. Da wieder. Ah, schön. Schön ausgezahlt. Habe ich ja schon drin gesehen. Muss ich jetzt ehrlich gestehen? Oh, schöner Haken. Oh, ein schöner Leimer. Und schön verhunzt. Leimer gut aufgepasst. Ja, wer wird der vierte Viertelfinalist sein? Wird es Außenseiter Admira oder doch der favorisierte Lask? Der hat einen verdammt guten Schuss, finde ich. Der war perfekt aufgelegt. So was hat sich da wieder nicht entgehen. Der jetzt auch den Cup trifft somit. Einer der um und auf in der Offensive das Last. Ja, gegen den Spielverlauf eigentlich. Weil die Admira hat zum Drücken angefangen. Das war, glaube ich, ein bisschen abgefälscht. Ja. Oh. Oh, Lindo.
Der war knapp vorbei. Mein Gott. Lindl. Das war sogar, glaube ich, das ist mein grüner Schuss und der hat nicht gut, ist nicht, ganz gut ankommen. Ja, es gibt da. Hat er sich aber leicht fallen lassen. Richtig provoziert. Der Eckversuch. Weit vorne genug. Oh, schade. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Ja, die Ambitionen sind da von Admira. Alter. Schau mal, was die da unten machen. Was war's? Wir sind doch Team, aber geht nicht. Ein schwerer Abwehrfehler. Aber das ist im Fehler geht, ist auch wunderlich. Bitte? Das ist eigentlich ein schwerer Abwehrfehler. Was? Weil der hebt nur das ganze Abseits dann quasi auf, wenn er hinter diese Linie geht. Mm. Ja, also quasi mitzieht, was du mit dem Spieler reinrennst. Na gut, muss was getan ein bisschen werden. Ganz zufrieden ist man nicht, aber man ist schon noch zufrieden mit dieser Führung. Ups. Ach, schade. Oh. Nein, Alter. Ja. Ja, und gibt aber 11 Meter. Oh, der jetzt immer die Ecke, oder? Das ist irgendwie zu lange drauf, jetzt in die Ecke. Das sieht man, oder was? Ja, im Kopf des Spielers. Was sieht man? Nein. Er schaut immer in die Ecke. Okay.
Schatten jetzt aber. Und das war schön. Echt? Der schaut in die Ecke? Ja. Aber ich kann auch nicht mehr verziehen, wenn ich einmal schieße, oder? Nein. Kannst, solange bist du ein bisschen drauf haut, kannst du noch wechseln. Es ist halt schwer, so zu schießen. Okay. Weißt du, was das Perverse ist? Genau mit dieser Aufstellung bin ich beim WRC letztes Jahr nicht zurechtgekommen. Oh. Oh, schön. Huhu, das war hart. Jetzt wurde das zu viel. Na, jetzt wurde das zu viel einfach. Meine Hand war da, aber zu wenig. War viel zu showmäßig gefallen. Oh. Oh mein Gott. Er schießt, er schießt. Oh, das war schön jetzt. Der hat er schon gemacht, ja. Das hat er geschießen gemacht. Aber das war jetzt schön. Ich weiß nicht, warum er den so aufgelegt hat, aber dann hat er sich schön selbst aufgelegt. Na, du kannst eigentlich noch. Na. Oh. Oh, das war jetzt sehr riskant, das war sehr riskant und das dürfte sein, oh du Manio! Ja, das war jetzt dumm. Oh, schöner Ball geblieben. Oh.
Ja, jetzt wollen sie das jetzt absichern. Oh mein Gott. Scheiße. Sehr genau deswegen drücke ich nichts vor. Na, das schaut gelaufen aus. Boah. Jetzt ist es. Ja, verdient aber, muss ich sagen, verdient. Schönes Tor. Mich war. Lask setzt sich also ins Viertelfinale. Ah, jetzt habe ich gedrückt. Okay, wäre nichts. Gut. Na gut, das war's. Mal bis dann. Macht das gut. Ciao.